Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Polverschiebungen, Verschiebungen im Feld der Erde und deine Fähigkeit zu verschieben. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 24. Dezember 2019. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind sehr gespannt, wie ihr mit den vielen Veränderungen auf der Erde umgegangen seid. Ihr seid wunderbar darin, euch an neue Umstände und Veränderungen des Energiefeldes, in dem ihr existiert, anzupassen. Das elektromagnetische Feld eurer Erde ist ihre Aura. Es ist ihr Energiefeld in der gleichen Weise, wie ihr alle ein Energiefeld habt, das euch als Individuen umgibt und die Veränderungen, die im elektromagnetischen Feld der Erde geschehen sind, sind bemerkenswert. Sie sind dokumentiert. Die Menschen haben die Verschiebung der Pole bemerkt und die Menschen sind auch in der Lage, die Frequenz des elektromagnetischen Feldes der Erde aufzuzeichnen und haben diese Veränderungen ebenfalls bemerkt. Diese Veränderungen hätten eine Menge Störungen in der Menschheit verursachen können, aber stattdessen habt ihr sie mit Leichtigkeit aufgenommen. Ihr habt euch angepasst. Eure eigenen Energiefelder müssen sich an das elektromagnetische Feld der Erde anpassen, damit ihr weiterhin auf der Erde leben könnt. Und obwohl ihr euch der Anpassung, die ihr vorgenommen habt, größtenteils nicht bewusst seid, habt ihr sie vorgenommen und gedeiht in der neuen Umgebung. Was diese Verschiebung der Energien euch allen zeigen soll, ist, dass ihr die Fähigkeit habt, in euren eigenen energetischen Feldern Veränderungen vorzunehmen. Ihr könnt tun, was euch einst unmöglich erschien, und euer Planet versucht, euch das zu zeigen. Die Kontrolle über eure Schwingung zu übernehmen, ist der Weg, alles zu verändern. Und wir haben darüber gesprochen, wie ihr dies tun könnt, indem ihr zuerst in euren physischen Körpern geerdet seid und euch dann bewusst macht, was ihr schwingt. Dann müsst ihr euch auf diese Schwingung konzentrieren und atmen. Wenn ihr den ganzen Weg hindurch geatmet habt, könnt ihr eine bessere Gefühlsschwingung wählen. So verändert ihr euch. So haltet ihr mit den Veränderungen in eurem Leben Schritt und mit den Veränderungen, die ihr überall um euch herum seht, einschließlich der Veränderungen, die mit eurer Mutter Erde selbst geschehen. Wenn ihr euch jetzt auf dem Planeten erdet, könnt ihr die Veränderungen spüren, die im Gange sind, und ihr könnt den Unterschied zwischen der Erde, die ihr gestern bewohnt habt, und der Erde, die ihr heute bewohnt, bemerken. Aber je mehr Zeit ihr in der Natur verbringt, desto leichter werdet ihr die subtilen Veränderungen spüren und mit ihnen fließen können. Indem ihr mit dem Wandel fließt, seid ihr in der Lage, Veränderungen in eurem Leben vorzunehmen und seid in der Lage, die Welt, die ihr erleben wollt, mitzuerschaffen. Ihr seid diejenigen, die die Veränderungen bewirken. Ihr seid diejenigen, die beschlossen haben, dass ihr aufwachen würdet, um genau diese Arbeit zu tun, die wir hier skizziert haben. Und ihr seid diejenigen, die die beste Arbeit leisten, um mit den energetischen Veränderungen auf Mutter Erde Schritt zu halten. Macht weiter. Macht es ein bisschen bewusster und erschafft die massiven Veränderungen, die ihr sehen wollt. Aber erschafft sie zuerst in euch selbst und dann erlebt, wie sie auf eurem Planeten entstehen. Wir sind der arcturianische Rat, und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape.
Vielen Dank für deinen Energieausgleich.